22 Spiele, 7 Bücher und 6 Filme umfasst das wohl größte Horror-Franchise der Welt. Die Rede ist natürlich von Resident Evil. Einen wunderschönen und willkommen zu Tag 3 der Hello Week, in der ich euch meine liebsten, nicht unbedingt die liebsten, sondern die Horrorspiele vorstelle, die mich am meisten geprägt haben. Und da führt natürlich kein Weg an Resident Evil vorbei und vor allem nicht an Resident Evil 1, denn das war das erste Horrorspiel, das ich jemals gespielt habe. 1996, als das Spiel das erste Mal in Europa erschien, habe ich nur zugeguckt, also ein Freund von mir hat es gespielt und ich habe zugeschaut. 1997 erschien allerdings die Director's Cut Version und die habe ich dann selber gespielt, mehrfach. 2002 haben wir dann ein extrem gutes Remake für den GameCube bekommen, der nicht nur die Grafik um ein Vielfaches verbessert hat, sondern auch eine Menge cooler neuer Funktionen und auch ein paar Plot-Twists in der Story noch mitgebracht hat. Und zu guter Letzt haben wir dann nochmal 2014 eine HD Remastered Version der GameCube Version bekommen, für die Xbox One, die Xbox 360 und die PlayStation 3. Dort haben wir halt einfach 1:1 das gleiche Spiel bekommen, da hat sich an der Story nichts mehr geändert, es war halt dann HD und wir haben das Bildformat 16:9 erhalten. Also ihr seht schon, Resident Evil, es gibt unzählige Spiele, es wurde auch mehrfach aufgewärmt, allerdings war sowohl das Remake als auch das HD Remastered absolut angebracht, überhaupt gar keine Frage. Jetzt vor kurzem haben wir ja noch Resident Evil 2 Remake bekommen, das großartig war, es war großartig, also besser hätte man es nicht machen können. Teil 3 hat auch ein Remake bekommen, der war jetzt nicht so toll. Ich möchte hier aber jetzt speziell über Resident Evil 1 reden. Es ist bei weitem nicht mein Lieblings-Resident Evil, aber das Horror-Game, was mich mit am meisten geprägt hat, weil halt, wie gesagt, es das erste Horror-Game war, das ich gespielt habe. Kommen wir aber erst einmal zur Geschichte. Und zwar spielt diese in dem fiktiven Örtchen Raccoon City, Resident Evil speziell im Raccoon Forest. Dort gab es eine Reihe mysteriöser Todesfälle. Die Opfer wurden nahezu zerfleischt und ein Spezialkommando, genannt die STARS, werden dorthin entsandt, um der Sache auf den Grund zu gehen. STARS steht für Special Tactics and Rescue Service und ist eine Spezialeinheit der RCPD, also der Raccoon City Police. Das Bravo-Team dieser Einheit wurde dorthin geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen und ist dabei verschwunden. Wir persönlich sind im Alpha-Team und damit startet das Spiel auch und kommen dorthin, um zu schauen, was mit dem Bravo-Team passiert ist. Die Geschichte startet mit einem Intro und das Coole an diesem Intro ist, dass es nicht irgendwie CGI möchte gern mäßig animiert ist, sondern es wurde mit echten Personen gedreht. Dort gab es bei uns im europäischen Raum die Uncut-Version, die allerdings schwarz-weiß war. In dem 1997 erschienenen Director's Cut haben wir das Intro in Farbe. Das Intro beginnt damit, dass sie entweder als Jill Valentine oder als Chris Redfield, beides Mitglieder eben dieser Spezialeinheit, in einem Hubschrauber sitzt und über den Raccoon Forest fliegt. Vom Hubschrauber aus könnt ihr dann den abgestürzten Helikopter des Bravo-Teams sehen. Ihr landet in der Nähe, begebt euch zum Wrack. Müsst aber leider feststellen, dass das Bravo-Team weiterhin verschwunden bleibt. Nur der tote Pilot befindet sich noch im Helikopter. Ihr macht euch also daran, die Gegend weiter zu erforschen und nach kurzer Zeit findet einer eurer Kollegen eine Pistole. Er hebt sie auf und stellt fest, dass die Hand eines weiteren STARS-Mitglied immer noch daran hängt. Nahezu im selben Moment werden wir von zombieartigen, halb zerfleischten Dobermännern angegriffen und rennen zurück zu unserem Hubschrauber. Der Pilot allerdings voller Panik lässt uns stehen und flieht. So, jetzt stehen wir da allein im Wald, verfolgt von halb zerfleischten Dobermännern und der einzige Schutz, den wir finden, ist ein riesiges Herrenhaus, das Spencer-Anwesen. Wir flüchten hinein, hauen die Tür hinter uns zu und es kommt so ein kleiner, so ein kleines Video, wo uns die Charaktere vorgestellt werden. Das ist extrem 90er Jahre mäßig gemacht. Finde ich aber irgendwie ganz cool und charmant. Und auch hier gibt es eine Besonderheit. Chris Redfield zündet sich nämlich in dieser Szene eine Zigarette an, im Japanischen nicht. Ab jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Bei dieser Tür raus können wir nicht mehr, denn sobald wir die Tür öffnen, strecken die Dobermänner ihren Kopf rein. Das heißt, wir sind erst einmal in dieser Villa gefangen. Allerdings nicht alle. Es konnte sich nämlich nicht jeder in dieses Herrenhaus retten. Wenn wir mit Jill Valentine spielen, hat es Albert Wesker, der Kapitän der Truppe, Barry Burton, der Waffenexperte der Gruppe und eben Jill Valentine ins Herrenhaus geschafft. Sollten wir mit Chris Redfield spielen, hat es natürlich Chris Redfield, Albert Wesker und Rebecca Chambers ins Herrenhaus geschafft. Sie ist die Sanitäterin der Truppe. Das ist allerdings nicht der einzige Unterschied. Es gibt eine Reihe von Unterschieden. Die Auswahl des Charakters ist nämlich quasi die Einstellung des Schwierigkeitsgrads.
dabei ist Jill Valentine quasi der leichte Schwierigkeitsgrad und Chris Redfield der schwere. Der Unterschied ist aber marginal, also das nimmt sich jetzt nicht so viel. Jill Valentine kann zum Beispiel mehr tragen. Wir haben nämlich so ein Inventar im Slot-System, das kennt man zum Beispiel aus Rollenspielen. Da Jill Valentine 8 Slots und Chris Redfield hat nur 6 Slots. Außerdem findet Jill im Laufe des Spiels um einiges mehr Munition. Das ist bei Chris auch ein bisschen weniger. Dafür hat Chris ein bisschen mehr Präzision, ja, wenn man kann im Spiel auch Headshots verteilen. Und Chris kann ein bisschen schneller laufen. Und ich glaube, er hält auch ein bisschen mehr aus. Aber auch das ist, hält sich die Waage, ist nicht viel. Im Remake war der Unterschied noch ein bisschen größer, denn dort hatte Jill zum Beispiel einen Dietrich dabei, mit dem sie, es gab so ein paar Türen, die musste man mit alten Schlüsseln öffnen. Die gab es auch nur im Remake und da hatte Jill einen Dietrich, mit dem man die öffnen konnte. Chris musste halt immer die alten Schlüssel finden. Außerdem hat sowohl im Remake als auch im Original Chris ein Feuerzeug bei sich, das muss Jill erst finden. Und wenn Jill es findet, benutzt es auch einen Slot in ihrem Inventar. Sie hat also damit nur noch einen Slot mehr als Chris. Man muss das Feuerzeug aber auch nicht die ganze Zeit bei sich tragen. Das mit diesen Slots ist etwas, was mich persönlich sehr gestört hat, weil 6 Slots ist halt echt wenig. Ja, man findet auch diverse Waffen, unter anderem Granatwerfer, Schrotflinten, verschiedene Pistolen, ein Messer, das alles braucht Platz. Dann brauchen wir eben auch Heilung und das Inventar ist permanent voll. Wir finden allerdings im Haus diverse Safe Rooms und in diesen Safe Rooms sind Inventarboxen. Wenn wir etwas in diese Inventarbox packen, können wir überall im Haus bei einer anderen Inventarbox darauf zugreifen. Die haben sich nämlich gedacht, wir machen das Spiel realistisch. Ja, also man kann eine Pistole und einen Schlüssel tragen. Beides braucht gleich viel Platz im Inventar. Völlig logisch. Aber gleichzeitig können wir Sachen über Kisten durchs ganze Haus teleportieren. Ich weiß nicht. War nicht so durchdacht, die ganze Geschichte, aber so war das halt damals, ne? Ansonsten sind die Unterschiede nicht so groß, zumindest in der Originalversion. Es gibt einen Raum, ja, da will ich nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall kommt Jill um einiges früher an die Schrotflinte als Chris. Im Remake auf dem GameCube war das ein bisschen anders. Da möchte ich auch nicht zu viel verraten, aber wir können unter anderem an die Waffe von Barry Burton kommen. Eine richtig coole Magnum. Über die Story möchte ich jetzt gar nicht weiter reden. Ich würde euch empfehlen, das Spiel zu spielen. Also Resident Evil 1 sollte man als Horrorfan definitiv gezockt haben. Leider hat das jetzt kein Remake bekommen, weil das ja eben erst 2014 erschienen ist. Da sollte... Es ist ein Remake, ist jetzt, finde ich, nicht nötig. Anders als bei Resident Evil 2, da gab es kein Remake und das ist jetzt eben vor kurzem erschienen. Das Spiel ist auch absolut spielbar, also es sieht gut aus aufgrund der fotorealistischen Hintergründe. Wir haben nämlich eine starre Kamera. Wir können diese nicht bewegen und damit kommen wir jetzt auch schon zum Gameplay. Das Gameplay musste nämlich relativ viel Kritik über sich ergehen lassen, allen voran die Steuerung, die für mich persönlich aber viel dafür sorgt, dass Resident Evil so gut war, wie es halt damals war. Wir haben nämlich starre Kameras, das heißt, wir können sie nicht drehen. Es ist meistens so, dass wie eine Kamera von der Decke oben nach unten filmt und wir laufen halt nur durchs Bild. Das ist aus steuerungstechnischer Sicht ein bisschen schwierig, weil wir laufen immer geradeaus. Also wir können nicht nach links oder nach rechts laufen, wir laufen immer geradeaus. Das heißt, wenn wir nach links schauen, laufen wir auch nach links. Jetzt mussten wir uns quasi immer erst... Ist schwer zu erklären. Du musstest dich quasi umdrehen, um dann nach rechts zu laufen. Das war sehr hakelig, sehr, sehr hakelig. Aber diese Draufsicht hatte eine richtig coole Eigenschaft. Und zwar, wir konnten halt nicht sehen, was als nächstes kommt. Du bist immer aus dem Bild rausgelaufen, aber so, dass du wirklich nicht mehr sichtbar warst und dann ins nächste Bild reingelaufen. Also es gab quasi immer einen Bereich, den man nicht sehen konnte. Und du konntest vor allem auch nicht sehen, wo du hinläufst. Und dieses Haus, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, es ist halt voller Zombies. Ne? Es sollte, glaube ich, bekannt sein, Resident Evil. Geht es um Zombies und dieses Herrenhaus ist voll davon. Und die machen ein Geräusch, das ungefähr so klingt. Jetzt hat man diese Zombies zwar schon gehört, man hat sie aber nicht gesehen. Und man wusste aber auch nie, wie weit sie weg sind. Man kannte die Räume ja nicht. Also du warst jetzt in einem Gang. Du wusstest natürlich, den Gang laufe ich jetzt weiter, also bist du dann ein Stück weiter in dem Gang, aber ist da schon der Zombie? Oder kann ich nochmal weiter? Geht's vielleicht noch rum um mein Eck? Und das hat für wahnsinnig hohe Spannung gesorgt, ja, zumindest früher. Also wir hatten da wahnsinnig viel Angst, waren aber halt auch noch volljährig. Ich war selbstverständlich volljährig. Das Spiel besteht jetzt im Eigentlichen daraus, dass wir aus diesem
Ja, wir müssen nicht nur aus dem Herrenhaus raus, wir suchen natürlich auch entweder Rebecca Chambers und Chris Redfield oder Barry Burton und Jill Valentine und natürlich die verschwundenen Mitglieder des Bravo-Teams. Und wir wollen natürlich auch rausfinden, was ist dort passiert? Woher kommen diese Zombies? Woher kommen diese Zombie-Hunde? Und es handelt sich nicht nur um Hunde, wir haben auch Zombie-Spinnen, Zombie-Haie, Zombie-Schlangen. Das alles gilt es herauszufinden und um das herauszufinden, arbeiten wir uns immer weiter in dieses Herrenhaus vor und vor allem auch unter dieses Herrenhaus. Denn dort ist etwas versteckt, das ich jetzt eben nicht spoilern möchte. Um in diesem Herrenhaus voranzuschreiten, müssen wir allen voran Gegner töten, wobei es auch nicht immer nötig ist. Stellenweise kann man auch um die Gegner rumrennen, die sind ziemlich langsam und dumm. Zumindest im Originaltitel. Im Remake sah die Sache ein bisschen anders aus, denn dort gab es unter anderem auch Zombies, die laufen konnten. Die gab es aber auch im 97er Director's Cut, glaube ich. Da musste man die aber verletzen. Ich glaube, wenn man sie verletzt hat, nicht getötet hat, dann konnte es sein, dass die weiter mutieren. Tut mir leid, dass ich die Info, die habe ich jetzt auch nicht rausgesucht, aber ich glaube, so war's. Und im Remake musste man die Zombies verbrennen. Also man hat sie erschossen, sie lagen tot am Boden und dann musste man sie verbrennen. Wenn man sie nicht verbrannt hat, sind sie wieder aufgestanden und waren dann um einiges stärker und vor allem schneller. Die sind gelaufen und das hat für einige Schreckmomente gesorgt. Das hatten wir im ersten Teil nicht. Wenn wir einen Gegner getötet haben, war er weg. Zum Töten haben wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, verschiedene Waffen. Am coolsten oder am meisten benutzt halt einfach die Pistole, weil dafür haben wir auch am meisten Schuss gefunden. Diese Pistole können wir weiter aufrüsten. Da kriegen wir dann noch so einen anderen Lauf dazu, einen anderen Schaft, dass wir bessere Präzision. Und die absoluten Meister, man konnte nämlich auch nach oben und nach unten zielen. Aber nur voll. Also wenn ich ganz nach oben gezählt habe, da gab es nichts dazwischen. Man konnte das nicht so halb hochhalten. Versteht ihr, was ich meine? Man hat gerade ausgeschossen, ganz nach oben oder ganz nach unten. Die Profis konnten beim nach oben zielen, war eben so, wenn man genau im richtigen Moment abgedrückt hat, gab es einen Headshot und dem Zombie ist der Kopf. Das hat man natürlich immer versucht zu schaffen, weil so hat man Munition gespart. Das war es dann im Großen und Ganzen schon zum Kampfsystem. Schießen. Mehr hat man da nicht gemacht. Man ist auch nicht ausgewichen oder so. Das war mit der Steuerung gar nicht möglich. Was man noch machen konnte, war das Messer benutzen. Das hat man auch sehr viel gemacht, weil wie gesagt, Munition war sehr knapp in diesem Spiel. Um sich heilen zu können, weil man war sehr, sehr oft verletzt, hatte man auch verschiedene Möglichkeiten. Man konnte entweder ein Spray finden, das war am besten. Das hat deine Gesundheit um 100% geheilt. Ansonsten haben wir Pflanzen gefunden. Da gab es grüne, rote und blaue. Die grüne Pflanze hat dir 25% Energie gegeben. Die rote Pflanze hat das verstärkt, also man konnte die Pflanzen eben auch kombinieren. Man konnte grün mit rot kombinieren, dann hatte man eine Pflanze oder so ein Granulat, das hat dich 100% geheilt. Für was anderes war die rote Pflanze nicht da und dann gab es eben noch die blaue Pflanze, die hat dich von Gift geheilt. Dann konnte man noch grün und grün kombinieren, dann hatte man 50% Heilung, dreimal grün kombinieren hatte man 75% Heilung, also es hat dir nichts erspart, aber man konnte halt 75% Heilung auf einmal einnehmen, weil wenn da mal 5 Zombies auf dich losgingen, dann konnte das zeitlich ein bisschen knapp werden und da 3 Pflanzen fressen, war dann zu eng und wir konnten noch grün, rot und blau kombinieren, dann haben wir 100% Heilung und 100% Giftheilung gehabt. So viel zum Kampf, wie gesagt, was anderes war es nicht, ja, schießen, daraus bestand das Kampfsystem, war aber immer spannend, also wir haben auch verschiedene Endbosse in dem Spiel gehabt, vor allem der letzte Endboss war eine ziemlich happige Geschichte und das Kämpfen hat Spaß gemacht, definitiv, es war immer wieder spannend zu hören, wie die Gegner da rumschleichen und war wirklich, also das Kämpfen hat richtig, richtig Laune gemacht damals. Der andere Teil des Spiels besteht eben nicht aus Kämpfen, sondern aus Rätseln und davon hat Resident Evil ordentlich. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Ihr seid bei einem Kumpel zu Hause und sagt, hey Bro, kann ich mal kurz auf die Toilette? Und dann sagt er, ja. Du brauchst allerdings den Diamantschlüssel. Den bekommst du, wenn du draußen den Brunnen auffüllst. Dafür musst du allerdings das Wasser aufdrehen. Mit einem Zahnrad, das findest du unten im Keller. Da musst du aber erst einen Bossgegner besiegen. Um den zu besiegen, brauchst du eine Schrotflinte. Die musst du aber erst durch eine alte Schrotflinte austauschen, sonst kommt die Decke runter und tötet dich. So ungefähr war es in Resident Evil. In Resident Evil hast du keine Tür einfach aufgemacht. Türen waren mit verschiedenen Mustern gekennzeichnet und ihr musstet den passenden Schlüssel dafür finden. Und das über die verschiedensten Wege. Entweder musstet ihr ein Klavierstück spielen, wo ihr die Noten erst finden musstet, oder ihr musstet, wie gesagt, irgendwelche Zahnräder einsetzen, Wappen einsetzen, Statuen verschieben. Das war eigentlich so das Hauptaugenmerk von Resident Evil, diese Rätselraterei. Aber auch das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat auch beim zweiten, dritten, vierten Durchgang noch Spaß gemacht. Das Spiel war generell relativ kurz. Beim ersten Durchgang natürlich
ziemlich lang. Ich schätze mal so meine, keine Ahnung, 15, 20 Stunden gebraucht habe. Wenn du das dritte, vierte Mal durchgespielt hast, dann machst du das Ding auch in 5 Stunden fertig. Das ist an und für sich kein Problem. Das gilt auch fürs Remake. Also wenn ihr das Spiel nachholen wollt, könnt ihr ungefähr 6-7 Stunden einrechnen, dann solltet ihr das Spiel durchgespielt haben. Kann man machen, um einen der größten Horrorklassiker der Gaming-Geschichte mal nachzuholen. Eine weitere Besonderheit, die hatte aber nicht nur Resident Evil 1, das war auf der PlayStation eigentlich mehr oder weniger gang und gäbe. Ihr konntet nicht speichern, wann ihr lustig seid. Ja, ihr musstet eben diese Safe Spaces finden und in diesen Safe Spaces standen Schreibmaschinen. Da habt ihr dann kurz eingetippt, welcher Tag das ist und welche Uhrzeit und somit habt ihr quasi gespeichert. Ist eigentlich an und für sich in Ordnung, da kommt aber noch hinzu, dass ihr nicht einfach schreiben konntet, ihr brauchtet auch noch ein Farbband. Diese wollten gefunden werden und auch diese waren begrenzt. Es gibt allerdings auch ein Secret, wenn ihr das Spiel ohne Speichern durchspielt, weil wie gesagt, 5 Stunden, die kann man wirklich mal mit einem Homie bei einer Pyjama-Party durchziehen. Ne? Ja, das war es im Großen und Ganzen schon zum Gameplay. Wie gesagt, kämpfen, Rätsel lösen und so arbeitet ihr euch Stück für Stück eben durch diese ganze Villa. Erschließt immer wieder neue Bereiche, also wenn ihr es mal schafft, so eine Wappentür aufzusperren, dann kommt ihr quasi in ein ganzes neues Areal, findet unter anderem wieder Mitglieder des Bravo-Teams, findet Mitglieder des Alpha-Teams und arbeitet euch immer weiter in Richtung Keller, wo, wie gesagt, dann ein paar Geheimnisse schlummern. Mehr gibt es zum Gameplay nicht zu sagen und ich würde sagen, wir gehen über ins Fazit. Eine Besonderheit an diesem Spiel damals war halt die Grafik. Die war bombastisch damals. Allerdings, aufgrund dessen, dass wir ja starre Kameras haben, waren die Hintergründe halt, ja, ich weiß nicht, wie man sowas erstellt. Das war irgendwie aus 3D-Modellen halt quasi, aber egal, die Hintergründe haben sich nicht bewegt. Und dadurch konnten die natürlich auch extrem gut ausschauen. Also das 3D-Modeling vom Charakter ist da extrem rausgestochen und sah bei weitem nicht so gut aus. Wir hatten richtig coole Videosequenzen auch. Die waren wirklich seinerzeit sehr, sehr gut gemacht. Also grafisch war das Spiel damals ein Highlight. Wäre es aber fast nicht geworden, denn es war ursprünglich geplant, dass es ein Ego-Shooter wird. Das ist bekannt, da wurde nie ein Geheimnis draus gemacht, dass es ein Ego-Shooter hätte werden sollen. Vor kurzem kam aber raus, dass das Spiel quasi schon fertig war als Ego-Shooter. Ist anscheinend sogar im Quellcode irgendwo verankert, dass es beides sein könnte. Ja, würde mich persönlich echt mal faszinierend, Resident Evil 1 als Ego-Shooter zu spielen. Stelle ich mir cool vor. Damals hat man sich allerdings dagegen entschieden aufgrund der mangelnden Leistung der PlayStation 1. Der Erfinder von Resident Evil ist Shinji Mikami und der hat auch Alone in the Dark gemacht, das eben auch so eine feststehende Kamera hatte. Und ja, der hat sich dann dafür entschieden, dass sie das beibehalten. Wie gesagt, war meines Erachtens nach die richtige Entscheidung. Zum Director's Cut möchte ich auch noch sagen, es war eben, wie gesagt, das Intro in Farbe. Das war aber nicht der einzige Unterschied, sondern es gab auch noch mehrere Blickwinkel im Haus. Ja, also wir hatten ja, wie gesagt, diese feststehende Kamera. Da kamen noch ein paar dazu und es kamen auch noch ein paar Items dazu. Also vom Normal zum Director's Cut war schon ein Unterschied. Das Remake ist eben der Director's Cut. Also der erste Teil ist da komplett raus. Eine weitere Besonderheit war, dass wir verschiedene Enden hatten, je nachdem, wie wir das Spiel gespielt haben und was wir halt auf dem Weg dorthin alles getan haben und natürlich auch, mit wem wir es spielen. Was interessant ist, es gab ein Ende, quasi ein Happy End, wo jeder, der Mögliches überlebt hat, das hat das Entwicklerteam deshalb gemacht, weil sie nicht an den Erfolg von Resident Evil geglaubt haben und sie gesagt haben, hey, das Spiel muss so aufhören, dass wir keinen zweiten Teil machen müssen. Haben sie damals nicht mitgerechnet, dass daraus mal das größte Horror-Franchise der Welt wird. Und was auch interessant ist, dieses Horror-Franchise hätte nämlich fast nicht Resident Evil gehießen, sondern Biohazard. Mit dem Namen Biohazard ist nämlich Resident Evil in Japan erschienen, ein gutes halbes Jahr, bevor es in Amerika und Europa erschien. Die Entwickler haben sich allerdings dann dafür entschieden, das Spiel für den amerikanischen Markt umzubenennen, weil sie sich ziemlich sicher waren, dass sie niemals alle erforderlichen Lizenzen bekommen werden, wenn das Spiel Biohazard heißt. Um einen neuen Namen zu finden, hat man firmenintern einen Contest gestartet, wo jeder Mitarbeiter, wirklich jeder, von der Kantine bis zum Chefentwickler,
sich einen neuen Namen überlegen durfte und dann wurde eben abgestimmt, wie Biohazard umbenannt wird. Und da hat der Vorschlag Resident Evil gewonnen. Gerüchte besagen, dass alle, unter anderem auch Shinji Mikami, mit diesem Namen nie zufrieden war. Allerdings ist halt auch niemandem ein besserer eingefallen, also blieb es bei Resident Evil. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr ändern. Und kommen wir zum letzten interessanten Fakt, und zwar das Spiel wurde englisch synchronisiert. Also das erschien schon mit englischem Ton in Japan mit japanischen Untertiteln. Ich glaube, das gab es bis dahin noch nie und es ist bestimmt danach nochmal vorgekommen, aber das ist sehr, sehr selten. Zumal dessen, dass ein amerikanischer Release gar nicht unbedingt sicher war. Warum sie das gemacht haben, ich kann es leider nicht sagen. Allerdings ist sowohl die Synchro als auch das Schauspiel im Intro, da wird sich heute noch drüber lustig gemacht. Ich persönlich denke, das war absichtlich so überzogen. Ich glaube, dass sich die Japaner so amerikanische Actionhelden einfach vorgestellt haben. Ja. Die kannten Terminator und so ist das halt, ne? Und ja, war extrem überzogen. Das sieht man eben auch schon in diesem Intro, wo sich die Charaktere vorstellen. Nichtsdestotrotz, ist Resident Evil eins der besten Spiele aller Zeiten? Nö. Halte ich Resident Evil für eins der besten Spiele aller Zeiten? Nö. Aber es war halt einfach das erste Horrorspiel, das ich gespielt habe. Und es war gut. Es war sehr gut. Ich finde es auch heute noch gut. Man kann es definitiv spielen. Was aus dem Franchise geworden ist, supporte ich definitiv. Also gerade der letzte und der vorletzte Teil waren extrem gute Spiele. Der vorletzte Teil im VR ist eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Also da hat sich Resident Evil meines Erachtens nach sehr, sehr gut entwickelt. Außer in der Filmwelt, also über die Resident Evil Filme will ich gar nicht reden. Das ist meines Erachtens nach ein einziges Trauerspiel. Aber das kommt dabei raus, wenn Leute den Film machen, die von Gaming keine Ahnung haben und denen auch die Community nicht besonders wichtig ist. Man hätte daraus doch einen Mega-Horrorfilm machen können. Stellt euch doch mal so einen Resident Evil 1 Horrorfilm in so einem Herrenhaus vor. Nein, stattdessen haben wir Mad Max mit Zombies. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein super tolles Spiel, das mich in meiner Gaming-Laufbahn extrem geprägt hat. Wie gesagt, das war das erste Horrorspiel, das ich gespielt habe. Unzählige Male gespielt habe, dann kam Teil 2, habe ich genauso gesuchtet, Teil 3 war dann nicht so gut. Also viel meiner Leidenschaft für Horror hat auf jeden Fall mit Resident Evil zu tun. Ich kann mich an viele Nächte erinnern, wo ich mit Homies zu Hause auf der PlayStation mit Todesangst dieses Spiel gesuchtet habe. Wie immer gilt, Leute, habt ihr Resident Evil gespielt? Egal welches, Original, Director's Cut, Remake, HD Remastered, Resident Evil 2, spielt gar keine Rolle. Falls ihr es gespielt habt, lasst mich mal eure Meinung unten in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, ich quatsch da immer gern mit euch. Mich interessiert das immer, wie ihr die Spiele fandet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, vor allem morgen werde ich euch das nächste Horrorspiel vorstellen, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support.